Ja, ich sitze gerade zu Hause und warte auf einen Kurier. Das ist immer ein bisschen mühsam, aber da muss man halt zu Hause sitzen und warten. Und dann warte ich noch, bis mein Artikel, den ich geschrieben habe, durchs Korrektorat ist. Sprich, mir sind alle Ausreden ausgegangen, das Video endlich mal zu machen, nachdem mich Leute so oft gefragt haben: Raphael, kannst du bitte mal zeigen, wie du Apple Watch Armbänder wäschst? Ja. Ich weiche der Frage immer ein bisschen aus und sage, ich trage sie einfach beim Duschen und dann erledigt sich das von alleine. Viele Leute tragen die Uhr aber nicht beim Duschen und die Frage kam immer wieder. Darum habe ich jetzt extra mal mein geliebtes Alpine Loop Armband, ja, sehr, sehr lange getragen, mehrere Wochen und nicht unter der Dusche, dass es auch richtig dreckig geworden ist, um es mal zu waschen. Manche werfen es in die Waschmaschine. Andere haben andere Tricks. Ich habe mich mal umgeguckt, wie es Apple empfiehlt. Apple schreibt auf der Webseite bla bla bla. Wische das Armband mit einem nicht scheuernden, fusselfreien Tuch ab. Befeuchte das Tuch, falls nötig, mit sauberem Wasser. Ja, das reicht nicht. Unten heißt es dann irgendwo noch, man dürfe auch eine milde Handseife verwenden. Ich habe es ein bisschen anders gelöst. Ich habe einfach eine Handwäsche gemacht. Ich habe einfach im Spülbecken Wasser reingelassen. Seife rein und das Ding dann, ja, ganz klassisch halt, wie man das früher gemacht hat, gewaschen. Und ja, man sieht es, es ist wirklich ein bisschen sauberer geworden. Aber das liegt natürlich daran, dass dieses Alpine Loop ist ja nicht ein klassisches Weiß. Darum ist es jetzt nicht irgendwie wie aus der Perwohl-Werbung strahlend weiß geworden, sondern einfach eine ganze Spur sauberer. Wenn man sie dann nebeneinander hält, sieht man den Effekt schon. Das war meine Waschmethode für die Apple Watch Armbänder, für die Stoffarmbänder. Bei den Lederarmbändern, ja, da empfehle ich auch einfach ein nasses Tuch zu nehmen, ein bisschen drüber zu wischen, dann geht's. Aber Apple Watch Armbänder waschen ist jetzt nicht eine hohe Kunst. Also das kann jeder und da braucht wirklich eigentlich kein Video dazu. Aber ihr habt mich jetzt angefixt und ich habe dann gleich weiter gewaschen. Und weil wir ja gestern ein Video zu den AirPods Max gemacht haben, ich gesagt habe, ja, die sind auch schon ein bisschen dreckig und man müsste sie vielleicht mal waschen, habe ich meine AirPods Max auch noch gewaschen. Ja, da habe ich auch zuerst wieder geguckt, wie es Apple empfiehlt und da empfehlen sie genau das, was ich auch gemacht habe, nämlich ein Becken halt mit Wasser und Seife zu füllen und die Polster kann man ja rausnehmen, also die Dinger hier und die dann halt, ja, ganz einfach von Hand da drin zu waschen, habe ich gemacht. Der Effekt ist ziemlich deutlich, ehrlich gesagt. Wenn man sie nebeneinander hält, das ist das Gewaschene, das Ungewaschene. Ja, man kommt sich dann ein bisschen vor wie ein Dreckspatz, wenn man das andere danach sieht. Ist halt schon so, menschliche Körper verlieren die ganze Zeit Haut und die lagert sich irgendwo ab, Fett und alles Mögliche. Und da empfiehlt es sich schon, sie zu waschen und ich bin jetzt ganz froh, habt ihr mich dazu motiviert, die mal zu waschen. Sehen jetzt wieder viel besser aus. Natürlich habe ich dann gleich weiter gewaschen und ich habe mich ja beklagt, dass der Bügel bei mir ein bisschen vergilbt ist mit den Jahren. Das Netzchen da drin, habe ich geschaut, ob man das auch waschen darf. Und tatsächlich, Apple schreibt sogar explizit, wo haben Sie? Halte die AirPods Max beim Reinigen des Kopfbügels umgedreht, damit keine Flüssigkeit in den Befestigungspunkt der Kopfbügel fließt. Habe ich auch gemacht, habe da auch ein bisschen geschrubbt. Sie sind ein bisschen sauberer geworden, aber so der Vergilbungseffekt habe ich nicht ganz weggebracht. Also es hat schon ein bisschen vergilbt über die Jahre. Ja, jetzt sieht das hier trotzdem aus wie so eine Perwoll-Werbung. Vorher, nachher. So habe ich mir heute die Zeit rumgeschlagen, auf dass der Kurier endlich mal kommt und mein Artikel korrigiert ist. Und jetzt muss ich gerade mal gucken im Slack, ob sie schon durch sind, die Kollegen in Zürich. Oh ja, ich muss weiterarbeiten, geht weiter der Artikel. Kommt heute um 15 Uhr, ist auch was mit Sperrfrist, aber nichts mit Apple zu tun. Also mehr kann ich da aber nicht verraten. Aber ist keine große Sensation. Seht ihr ja dann vielleicht. Nein, das waren meine ganz, ganz simplen Waschtricks rund um Apple-Produkte. Kurz zusammengefasst, einfach ein bisschen warmes Wasser und Seife halt und waschen, dann geht's schon. Weil sie ja mit der Maschine ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Ganz viele machen da irgendwie 30 Grad und werfen die Sachen da so in einem Wäschbeutel in die Maschine rein. Schreibt das doch unten in die Kommentare. Vielleicht hilft das jemandem, wenn man ganz, ganz viele Armbänder waschen muss. Wie gesagt, ich trage sie einfach unter der Dusche, darum ist das bei mir hier nicht so ein Thema. Aber was ich jetzt natürlich noch machen muss, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich muss natürlich noch den
das eine Polster waschen gehen, was ich für den Vergleich verwendet habe, und die andere Hälfte des Armbands, weil da habe ich auch nur die eine Hälfte gewaschen, dass man halt auch vergleichen konnte, wo es sauber ist und wo es noch ein bisschen dreckig ist. Falls ihr doch noch Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare, Waschtipps von mir. Ich weiß nicht, ob das jemand will, aber falls ja, schreibt es unten in die Kommentare. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen. Was das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat ja nur mit Wasser und Seife gewaschen. Das hätte ich auch gekonnt. Daumen nach unten, ja hoffentlich. So, und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo dann hoffentlich nicht mehr gewaschen wird.